Cottbus 7512. Was wie eine Daily Soap klingt, kennen viele Cottbusserinnen und Cottbusser noch als Jugendclub im Stadtteil Neuschmelwitz. Lange stand der ehemalige Jugendclub leer und war dem Verfall zum Opfer gefallen. Mitte des letzten Jahres starteten dann die Umbaumaßnahmen mit dem Ziel, ein Begegnungszentrum im aufstrebenden Stadtteil Schmelwitz zu errichten. Perfekt geeignet war dafür das ehemalige Gebäude des Jugendclubs 7512. Jetzt, fast ein Jahr später, erstrahlt das Gebäude farbenfroh und bietet nicht nur für Schmelwitzer, sondern auch für Cottbusserinnen und Cottbusser einen neuen Anlaufpunkt. Wir haben schon eine Reihe von Angeboten mittlerweile auf den Weg gebracht, die hier stattfinden werden. Das beinhaltet zum Beispiel Angebote unserer Volkshochschule und des Grundbildungszentrums, wo es in Lern- und Sprechcafés darum gehen wird, sich kennenzulernen, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erweitern, neue Dinge kennenzulernen und zu erlernen. Wir werden Yogakurse hier haben, wo man sich gemeinsam miteinander bewegen kann, was für die Gesundheit tun, was für den Rücken tun, nicht immer auf diesen Holzbänken sitzen, die hier überall stehen. Wir haben Diskussionsformate vorbereitet, in denen wir darüber sprechen, vielleicht sogar darüber streiten können, wie wir gemeinsam zusammenleben wollen, was wir von der Gesellschaft eigentlich wollen. Demokratie als Begriff mit Leben zu füllen, wieder wird eine große Rolle spielen. Und da haben wir schon mal ein Portfolio quasi aufgestellt, mit dem wir jetzt reingehen in den Start. Und dann wird es natürlich ganz im Wesentlichen darum gehen, die Ideen und Wünsche der Menschen hier vor Ort zu verwirklichen und Angebote zu schaffen, die den Menschen, die hier leben, entgegenkommen. Von der Naturkosmetik über das Yoga bis hin zu Feiern, da ist alles denkbar. Also sprechen Sie uns gerne an, treten Sie gerne in den Dialog mit uns, kommen Sie mit Ihren Wünschen hierher und dann schauen wir, wie wir das gemeinsam auf die Beine stellen können. Das Begegnungszentrum ist offen für alle. Und das nicht nur, wenn man an Angeboten teilnehmen möchte, sondern auch, wenn man selber Dinge anbieten will. Wer zum Beispiel seine Leidenschaft zum Schachspielen mit anderen teilen möchte, kann dies nach Absprache mit den Verantwortlichen gerne tun. Orte der Begegnung sind für die Stadt Cottbus wichtig. Und das neue Begegnungszentrum in Schmelwitz soll nicht das letzte in Cottbus gewesen sein. Naja, ich weiß ja, dass es dem einen oder anderen nicht schnell genug geht. Also ich bleib mal bei dem Thema Sando. Wir haben nicht mal knapp einem Jahr Container organisiert. Die müssen übrigens auch alle finanziert werden, kriegen wir auch nicht geschenkt. Da mussten noch Vorarbeiten auf dem Grundstück passieren. Und jeder sieht, wir versuchen schon unser Möglichstes, die Menschen, die hier sind, dass sie merken, es passiert was im Strukturwandel. Und ich habe auch in meinem Alltag was davon. Denn das Wichtigste ist das A und O. Ich habe es immer wieder gesagt, wir müssen gemeinsam leben, gemeinsam zusammenarbeiten, nur dann können wir was bewegen und diese Stadt, wie ich finde, zu Boomtown dann machen. Da haben wir noch ein Stückchen vor uns. Schmelwitz hat einen Schritt Richtung Boomtown getan und es soll noch weitergehen. Es ist ja noch so ein bisschen im Aufbau des Ganzen, ne? Wir sind noch am Anfang und es werden Gespräche geführt mit möglichen KooperationspartnerInnen und darüber freuen wir uns einfach auf das, was da noch kommt tatsächlich. Ne? Wir werden ein bisschen langsam anfangen, aber dann denke ich irgendwann gut durchstarten. Das Projekt befindet sich noch in den Kinderschuhen, doch es verspricht schon jetzt, sich zu einem zentralen Punkt im Leben der Schmelwitzer zu entwickeln.